ran. Ich habe immer nur die Möglichkeit, am Anfang großartig zu überholen und dann, naja, jetzt geht's. Kaum sage ich's. Naja, aber das ist halt wieder bloß, weil ich hier wieder zu schnell gefahren bin. Da komme ich halt kurz ran und dann haut sie mich aus der Kurve wieder raus. Das macht mir wütend. Ich lenk wie ein Ochse. Der fährt nicht um die Kurve und ich fahre doch nicht mit 150 da. Das ist doch nichts, das ist doch ein Witz. So ein Sportwagen, der muss doch ein bisschen mehr lenken können, bei einer Geschwindigkeit. Ja, das macht mich verrückt. Ja, hol mich. Die Verhältnis ist das Letzte. Oh, Herrgott. Verdammt nochmal. Das ist das. Scheiß Penalty, echt. Aber dann hast du eh schon scheiße gefahren. Verlierst auch Zeit. Ne? Und dann musst du nochmal auf der Rennstrecke nochmal 5 Sekunden lang irgendwie im Steckentempo voranfahren. Das reicht doch schon, dass du da Zeit verloren hast beim Fahrfehler. Da, er lenkt. Einfach nicht für viel Geld. Mensch. Naja, mal schauen. Letzter werde ich schon. Ach, da ist wieder keine. Ah, da war gar nicht die Kurve. Leute. Das liegt aber auch daran, dass in den Oculus Rift die Auflösung so beschissen ist, dass du das. Dass du nicht erkennst, wie irgendwo die Abbiegung ist oder nicht. Das, also siehst du es halt erst recht spät. Was schon wieder. Zeit. Ich glaube, da wäre ich jetzt doch letzter, weil ich hier nicht fähig bin, einfach eine Kurve mal vernünftig zu fahren, weil ich die ganze Zeit immer wieder rauskomme. Und dann scheint jede Kurve im Schritttempo fahren muss hier. Naja. Runterbremsen, sagst du, wie ist ja. Ja, ich fährt den hinten rein. Ist er? Ja, aber der Rad unfallbar ist. So, ich würde jetzt eigentlich nur so nach links rausschauen, wenn ich gerade ausfahren würde. Also wenn ich gerade ausschauen würde mit der Rüst. Einstellen lässt sich's einfach, das lässt sich für viel Geld nicht. Ich drücke Steuerung, ab und zu funktioniert's, ab und zu funktioniert's nicht. Macht, weil du halt irgendwie diesen Punkt finden musst, wie du um die Kurven rumfährst. Weil wenn du zu viel bremst, kommst du zwar um die Kurven rum, aber bist halt oberlangsam und ich kann aber jede Kurve irgendwie auf, wie ich schon sagte, Schritttempo runterbremsen. Ja? Aber dann habe ich halt eine schlechte Rundenzeit. Und wenn ich die Rundenzeit optimieren will, weil ich schneller fahre, dann komme ich wieder auf die Kurven raus. Naja, man muss halt diesen Punkt finden, wo man halt. Alter, ich bin jetzt schon total schief. Ja,
ich bin die Letzte. Das darf einfach nicht wahr sein, dass der nicht an die Überflug lenkt. Ich schaue jetzt schon immer fast, wenn ich gerade ausschaue, schaue ich schon fast aus dem Seitenfenster raus. Jetzt da was machen. Das kann doch nicht sein. Das macht er nicht. Das ist jetzt wurscht. Da ist so viele Runden breiter, ne? Ich schau gerade aus und ich schau eigentlich immer voll nach rechts. Das ist der Hammer. Naja, so macht es halt wenig Sinn, das dauerhaft zu spielen. Also ich meine, ne? Also als quasi als Ersatz für einen normalen Monitor ist das momentan hier überhaupt nicht geeignet, muss ich sagen, weil das ist ja einfach ätzend. Ich meine, das mit der Grafik, mit dem Auflösung darf ja noch gehen, mein Gott. Wenn man nicht so wählerisch ist, aber das mit dem, dass sich das dauernd verdreht und man das nicht mit einem Knopf-Tastendruck einfach wieder einrichten kann, das ist halt beschissen, weil du dann einfach da verdrehst dir einen Hals auf die Dauer. Dann wundert es mich nicht, wenn man schlecht wird. Ich gehe immer mehr nach links mit der zentrierten Sicht. Lenker, das macht mich wahnsinnig. Neben dem, dass ich jetzt immer mehr mich nach rechts drehen muss, um geradeaus schauen zu können, macht mich dieses Lenkverhalten von der Kiste furchtbar wahnsinnig. Kann doch nicht sein, dass man das so krass bremsen muss, dass man vernünftig um die Kurve rumkommt. Letzte Runde, weil bald kann ich einfach nur mehr fahren, weil ich nicht mal geradeaus schauen kann. Das ist da, aber ich muss mich immer mehr drehen. Ich schaue jetzt schon fast nicht mehr geradeaus, obwohl ich mich maximal gedreht habe. So schaue ich jetzt geradeaus. Was macht halt meine. Bald ist mein Körper nicht mehr biegsam genug, um geradeaus schauen zu können. Und diese scheiß Zentriertaste geht halt einfach nicht. Ich habe das ein paar Mal schon mit Steuerung gemacht. Aber erst immer nachdem ich 20 Mal drauf geklickt habe und auf einmal ging es dann.
Die letzte Runde. Und dann noch eine oder was? Wie viel gut muss ich denn da fahren? Diese eine Runde fahre ich noch. Und egal, ob es dann vorbei ist oder nicht, ich breche dann ab, weil das ist ja. Du kannst ja nicht mehr weiterfahren. So. Ich müsste ja mich fast schon umdrehen jetzt. Doch hier. Das kann doch nicht sein. Das macht mich wahnsinnig. Sowas macht mich wahnsinnig, wenn es einfach nicht geht. Vor allem, weil es halt vorher gegangen ist. Ich drücke Steuerung und dann hat es sich zentriert. Und jetzt drücke ich Steuerung wie ein Ochse und dann geht es wieder nicht. Und wenn ich jetzt noch 20 Mal Steuerung drücke, irgendwann geht es auf einmal. Ich kann so nicht mehr weiterfahren. Das gibt's doch nicht. Ja? Oh Mann. Ich muss doch jetzt noch irgendwie das Rennen. Also nein! Oh Mann! Kürze ich da noch ab, weil ich jetzt schon wieder gedacht habe, da ist die Kurve. Das ist ja so tückisch, weil es da auf einmal asphaltmäßig links weggeht vor der Schikane. Ja, Gott sei Dank ist das Rennen.